Servus und willkommen zu einem neuen Video beim Bavarian Medic. In diesem Video heute erfahrt ihr, wie ihr Wunden mit Fremdkörpern richtig versorgt und dabei eventuelle Tücken erkennen und natürlich auch vermeiden könnt. Bevor wir nun allerdings mit dem Video starten, möchte ich mich zuallererst bei unserem Kooperationspartner Erler Zimmer bedanken. Erler Zimmer ist ein Hersteller für beispielsweise Simulationsequipment aus dem medizinischen Bereich und hat uns jetzt hier mit solchen Wundmoulagen ausgestattet. Die gibt es ganz viele verschiedene, also in dem Fall natürlich eine Schnittwunde mit Fremdkörper. Gibt allerdings auch beispielsweise Verbrennungen oder starke Blutungen, alles was eigentlich das Herz begehrt. Und das Tolle an so einer Wundmoulage ist, wenn man die jetzt mal kurz aufmacht, die sind aus Latex gefertigt, sind also auch klebrig auf der Rückseite und ihr könnt sie somit ganz, ganz easy und schnell in euer Training integrieren. Ich packe mir das Ganze auf die Haut und habe jetzt hier beispielsweise eine Schnittverletzung. Natürlich könnt ihr das mit den anderen Wundmoulagen genauso machen und könnt dort einfach richtig schnell und richtig effektiv euer Training starten. Schaut gerne mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung vorbei und guckt es euch an, eine richtig coole Sache. Jetzt haben wir hier auf diesem Arm eine Wunde mit Fremdkörper, in diesem Fall ein Glassplitter. Wobei liegt jetzt hier eigentlich die Krux? Der erste Gedanke wäre, ich habe einen Fremdkörper, ich ziehe ihn vielleicht raus, dann kann ich das sauber verbinden. Dieser Gedanke ist allerdings komplett daneben und führt womöglich sogar zum Tod des Patienten. Der Hintergrund ist relativ ernst. Wenn ihr einen Fremdkörper in einer Wunde stecken habt, sei es so eine Glasscherbe oder vielleicht auch ein größerer Fremdkörper wie ein Pfahl, Moniereisen oder sonstige Dinge, dann kann es passieren, dass sich hier beim Eindringen des Fremdkörpers, dass dort einfach Blutgefäße beschädigt werden, auch große Blutgefäße. Und solange dieser Fremdkörper sich in der Wunde befindet, fungiert der als eine Art Korken. Also wenn das Blutgefäß beschädigt ist, kann es nicht so stark bluten, weil dort einfach ein Korken drin steckt. Wenn ihr jetzt natürlich diesen Korken alias den Fremdkörper entfernt, dann kann es natürlich da fröhlich rausbluten und wenn ihr jetzt Pech habt, dann habt ihr wirklich eine Arterie getroffen oder wirklich ein großes Blutgefäß, dann kann euch der Patient tatsächlich versterben, weil ihr dann eine unstillbare Blutung erzeugt, die ihr dann mit euren Mitteln, die ihr gerade zur Verfügung habt, nicht mehr stillen könnt. Das heißt, immer wenn ihr eine Wunde mit Fremdkörpern habt, dann lasst die auf alle Fälle drin, zieht die nicht raus. Egal, ob es jetzt im Rettungsdienst, in der Ersten Hilfe oder sonst wo ist, lasst die drin, versorgt die Wunde, stabilisiert das Ganze, das zeige ich euch gleich, wie das geht und überlasst das Entfernen des Fremdkörpers dann tatsächlich den Ärzten im OP. Die haben dort andere Mittel und können das Ding dann unter kontrollierten Bedingungen entfernen. Bevor wir jetzt hier irgendwas versorgen oder machen, ziehen wir uns zuallererst einmal Handschuhe an, um euch und den Patienten einfach gegenseitig zu schützen. Wichtig bei der Versorgung von Wunden mit Fremdkörpern ist jetzt immer, diesen Fremdkörper dort drin bestmöglich zu stabilisieren. Je nach Größe muss man natürlich unterschiedliche Mittel anwenden. Wir haben jetzt hier einen relativ kleinen Fremdkörper, also dieser Glassplitter. Und da werden wir jetzt hier gleich einfache Kompressen nehmen, um den etwas zu stabilisieren. Wenn wir jetzt hier einen größeren Fremdkörper hätten, wie beispielsweise auch ein Pfahl oder ähnliches, dann nehmen wir uns zum Beispiel zwei Verbandpäckchen zur Hand, je nachdem, was man halt gerade braucht. Das ist jetzt ein relativ einfaches Mittel. Und wir werden jetzt dann gleich links und rechts neben diesen Fremdkörper unseren Polsterstoff anordnen. Also sprich, jetzt hier die beiden Kompressen gleich einfach anlegen, ein bisschen aufstellen. Und wenn ihr jetzt hier einen größeren Fremdkörper habt, dann würden wir hier links und rechts zwei Verbandpäckchen fixieren, um einfach den Fremdkörper daran zu hindern, sich weiter zu bewegen. Denn immer dann, wenn er sich bewegt, kann es natürlich auch passieren, dass er rausrutscht oder die Blutung, die vorwiegend gestoppt war, anfängt zu bluten. Wir nehmen uns jetzt also zwei Kompressen zur Hand und eine Fixierbinde. Wahlweise, wenn ihr keine Fixierbinde zur Hand habt, tut es natürlich auch ein Verbandpäckchen. Diese beiden Kompressen schlagen wir jetzt einmal ein und packen Sie jetzt links und rechts neben den Fremdkörper. Hier einfach darauf achten, den Fremdkörper nicht weiter zu manipulieren und das Ganze nur zu stabilisieren. Jetzt habe ich das Ganze links und rechts daneben gepackt und werde jetzt mit der Fixierbinde rundherum wickeln und möchte somit quasi verhindern, dass man den weiter
manipuliert diesen Fremdkörper, habe aber gleichzeitig eine sterile Abdeckung, eine sterile Unterlage mittels den Kompressen und kann somit natürlich auch die Wunde steril abdecken, was natürlich auch unser Ziel ist. Wenn ihr fertig seid mit dem Wickeln, den Verband einfach seitlich kurz fixieren. Also jetzt hier reinstopfen mit einem Pflasterband, festkleben oder sonst was. Und ich denke, man kann es gut erkennen, die Wunde selbst bzw. der Fremdkörper ist natürlich freigelassen worden von unseren Wicklungen, sodass wir hier natürlich keinen Druck drauf bekommen. Und so ist das Ganze jetzt eigentlich ganz gut stabilisiert und vernünftig versorgt. Das ist natürlich jetzt kein Allheilmittel bzw. keine Universallösung. Ihr müsst eigentlich immer flexibel von Wunde zu Wunde schauen, beziehungsweise von Fremdkörper zu Fremdkörper. Wie versorge ich das jetzt am besten? Welche Mittel nehme ich her? Sucht euch einfach irgendwas aus, womit ihr das gut stabilisieren könnt. Also einfach beispielsweise zwei Verbandpäckchen. Nehmt euch vielleicht auch einen Ring aus einem Dreiecktuch zur Hand. Je nachdem, was in eurem Fall am besten wirkt, könnt ihr das Ganze stabilisieren. Ja, dann sind wir hier auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Soll es noch Fragen zu diesem Thema geben, einfach gerne unten in den Kommentaren melden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr von uns nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.